für Österreich in einer Haufen habe ich lange nicht mehr gesehen, oder? Überseligen, ruf mich in der Firma an, hey, machst du auch Pickel schwarz? Ja, Bruder, wir machen jeden Tag schwarze Pickel, ja. Na, mein Liebling sind ja beim... Machst du auch mit Gummi, hat er gesagt letztens. Und da hat er nicht verstanden, was ihr wollte von mir. Ihr meint, ob ich reif umstecke. Das schaust du, oder? So, gehen wir mal ersten Eck des Abends. Der Best Man of Show. Kommst du auf die Bühne? Harald, mach mal einen Riesenapplaus, Bruder, gell? Sicher, wie kann man in Zeiten wie diesen so gut drauf sein? Ganz einfach, Alkohol und Psychopharmaka. Möchte euch nichts verheimlichen. Ich komme aus dem Burgenland. Ja, das ist auch kein Vergnügen. Und witzig ist, manche glauben das gar nicht, ja. Manche glauben das gar nicht. Wahrscheinlich, weil ich komplett ohne Dialekt reden tue. Wirklich, ich hatte vor einiger Zeit, das war Spaß, hatte einen Auftritt in Berlin und da fragt mich eine Dame, aus welcher Stadt ich käme. Ich so ganz normal, Oberwart, gut, das muss man nicht kennen, die größte Sehenswürdigkeit bei uns ist der Parkplatz bei Lidl. Servus. Aber ich hab gesagt, die nächstgrößere Stadt von Oberwart aus ist dann... Gut, die nächstgrößere Stadt. Gut, das ist eigentlich Graz. Und sie wirklich aus Graz. Auch ich liebe die Schweiz. Na, kein Problem. Es hat sich dann herausgestellt, sie ist Geografielehrerin. Ja, immer sagen lassen, also für Berliner Schulen ist es okay. Du, der Kontinent stimmt. Das ist praktisch Abiturniveau. Und vielleicht, bitte, vielleicht hat sie es nicht gekannt, wenn man Burgenland nicht mehr sagt. Also der Begriff ist jetzt nicht mehr ganz richtig. Es heißt inzwischen ganz offiziell Fürstentum Doskozil. Groß gelobt. Der Schreiber ist ihm gut gesonnen, er wird dabei nicht rot. Trotz zahlreicher Skandale schreibt er, sei er ein guter Mann. Was man mit Inseraten alles erreichen kann. Der Verleger hält die Hand parat, der Minister bucht ein Inserat. Steuergeld fließt nicht ohne Grund, nein. Gekaufte Berichterstattung. Dankeschön. Chuck Norwood, magst du dann aufhören? Wo ist denn jetzt? Jetzt probieren wir es aus, weil ich wirklich so begeistert bin von Chuck. Ihr müsst mitmachen. Chuck! Nuri! Chuck! Nuri! Lauter Chuck! Nuri! Chuck! Los, los. Nuri! Ich habe gesagt, dass die Evelyn krank ist. Dafür habe ich aber eine Reservefrau. Die ist auch so gut wie Evelyn. Und deswegen haben wir das Ganze hier. Wenn das dreckig. So, jetzt ein Riesenapplaus für Frau Kratos. Ich bin dran, ja?
Jetzt ist es noch besser, gell? Was ist das? Schönen guten Abend. Mein Name ist Amalia, gerade noch nicht. Ich bin 81 Jahre. Und danach machen wir es umgekehrt. Was glaubt ihr, wie alt ich bin? Ich habe mich angeschaut, ihr seid ja alle sehr lieb, aber ich sehe hier auch einige Vulnerable. Und will euch noch eine Warnung mit auf den Weg geben, gell? Weil, seien wir uns ehrlich, es gibt nur genug Fraster in der Welt. Menschen, die versuchen uns das Geld zu stehlen, kennt ihr die? Die was anrufen, kennt ihr den Neffentrick? Den Neffentrick, kennt ihr? Die rufen an. Bei uns Vulnerable, die finden uns im Telefonbuch. Also nicht, weil es wollte, da besteht aber von Namen. Von Namen. Da steht Amalie und da denkt sie, aha, ein älteres Exemplar. Der ruft nicht auch bei der Jessica. Damit versteht ihr, wie das funktioniert. Ich beschreibe es euch kurz. Ja? Das Telefon landet, ihr geht hin, sagt hallo. Auf der anderen Seite, hallo. Darauf fragt ihr, wer spricht bitte? Auf der anderen Seite, was ist? Kennst du mich nicht mehr? Ich bin's, dein Neffe. Da sieht man den Neffe drin. Ne? Und wenn du dann in die Falle tappst und sagst, ah, mein Neffe, du bist da, und dann sagst du ihm deinen Namen, dann hast du schon verloren. Weil dann sagt er, ja, genau, der bin ich. Stell dir vor, ich habe einen Notfall, ich brauche dringend das Geld. Ich kann nicht hin, aber ich schicke dir meinen Freund, gib dir das Geld. Das Geld siehst du nicht mehr. So funktioniert das dann. Bei mir war das. Bei mir hat das Telefon geleitet. Das Telefon leitet, ich gehe hin, sage, hallo. Auf der anderen Seite, hallo, darauf ich verspricht. Auf der anderen Seite, was ist? Kennst du mich nicht mehr? Ich bin's, dein Neffe. Da habe ich schon gewusst, der Neffentrick. Und man denkt, na, der wäre gegeben. Da habe ich gesagt, aber mein Neffe, dann bist du da. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Quatsch mit der. Habe ich gesagt, Egon. Dann bist du der Egon. Und er hat gesagt, ja, Tante, genau, ich bin's, der Egon. Und dann hat er gesagt, ich brauche 500 Euro, denkst mir die Buben. Ich habe gesagt, natürlich, ja klar kriegst du die. Machen wir uns einen Treffpunkt aus. Und dann habe ich einen Treffpunkt ausgemacht und habe die Polizei geschickt. Klar, mit mir nicht, die war mir immer schuldig, vom Wachzimmer unten. Ich melde ihnen immer die Falschbacke. Jetzt sollen sie mal für mich auch was machen. Und sind sie hingegangen und haben sie am Klavier weggespürt. Aber braucht es nicht glauben, dass das damit erledigt ist. Es gibt nur genug von denen. Mehr als genug. Das gern nächsten Tag hat es wieder geklärt bei mir. Wirklich. Ich gehe hin und sage, hallo. Auf der anderen Seite, hallo drauf, ich verspreche. Auf der anderen Seite, was ist? Kennst du mich nicht mehr? Ich bin's, der Schwester. Stell dir vor, was passiert ist. Die haben meinen Buben eingesperrt. Demnächst mein Auto bringen und von dir belachen lassen. Wir sammeln ja eigentlich für die Krebshilfe, wir haben schon viel gesammelt. Ich glaube, das ist viel Geld, das ist sogar mehr Geld, als ich was höre. In der Pause, wir machen jetzt wieder 20 Minuten Pause, schmeiß was rein. Ja, und die Dame von der Krebshilfe ist auch da, oder?
Kannst du kurz auf die Bühne kommen und mal sehen, was er will? Ja, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen, ich wollte es eigentlich nicht. Aber vielen, vielen Dank. Ja? Kinderkrebshilfe bedankt sich einfach, was ihr tut, was ihr macht. Also danke. Ja? Ja, Walli, bist du eine Bruder? Ein riesen Applaus für Walli Kassan! Dankeschön, riesen Applaus für Jack! Für Norbert, auch ein Applaus für Norbert und Harald! Ich liebe euch, sie sind wieder da heute. Nur wegen mir. Das freut mich. Das freut mich. Wollen Sie meinen Bauchnabel sehen? Wollen Sie Ihr Finger reinstecken, schauen, was passiert? Ich wollte nur euch zeigen, dass ich die letzten Wochen fleißig im Fitnessstudio nicht trainiert habe. Das war schön. Das gefällt dir auch, ne? Ja? Schön. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Schaut ihr die WM? Schaut jemand die WM jetzt? Ja. Macht mal Lärm, ja? Ja? Hier und da. Ja, warum machst du so? Naja, hier und da. Hier und da? Ich meine rein, hier und da nicht. Kommt bitte? Kommt drauf an, welches Match es ist. Kommt drauf an, welches Match. Wenn Katar spielt, schaust du? Also schon, ja. Schaust du Deutschland? Ja. Ja? Ja, leider. Ja. Ich protestiere gegen diese WM, ja. Gibt es Leute, die gegen diese WM protestieren, ja? Ja! Ja, schön. Ich mache meinen Protest gegen diese WM, aber ich schaue trotzdem zu. Ich sitze auf der Couch, ich schaue das Fernsehen, aber ich bin so. Das ist mein Protest. Viele hübsche Männer heute Abend. Wir haben noch einen großen Schauspieler, Moratan Muslu. Ein Applaus. Großartige Schauspieler. Sehr hübscher Mann. Oh, wenn ich schwul wäre. Du hättest keine Chance, Bro, wirklich. Aber keine Sorge, ich bin nicht schwul, aber ich habe einmal, ehrlich gesagt, wie alle Männer heute Abend, ich habe einmal eine schwule Erfahrung gehabt, okay? Es war in Frankreich, ja, normal, in Paris. Ich habe eine Ménage à trois mit meiner Arbeitskollegin und ihrem Mann gehabt, ja? Ich war mit der Frau auf dem Bett und er hat gefilmt und live auf Internet gestreamt. Normal. Typische Mittagspause in Frankreich, okay? Und auf einmal sagt sie ihm, Schatz, nimm ihn in deinen Mund. Ich wusste nicht, was sie jetzt gesagt hat. Ich dachte, sie redet von den Mon Chéri Schokolade, die auf der Nachtkommode gelegen sind. Aber nein. Zwei Minuten später, ich schaue runter, er hat mein Mon Chéri in den Mund gehabt. Und das ist der Moment, wo ich wusste, dass ich nicht homosexuell bin. Mit 100% Sicherheit. Weil es mir überhaupt nicht gefallen hat. Und ich habe ihm auch sofort gesagt, nach 20 Minuten. Hör auf mit dem Scheiß, Mann. Und dann habe ich hier BH ausgezogen, ohne meine Hände zu benutzen. Nur mit meinen Gedanken. Das lernt man in der Grundschule in Frankreich. Und dann haben wir Liebe gemacht und sie ist sechsmal gegangen. Ja, sechsmal. Französische Tradition. Was ist die deutsche Tradition? Man kommt einmal, aber dafür pünktlich und zusammen. Ja, es ist Zeit für Orgasmus. Jawohl! Gut. Ja, jetzt muss ich wieder in die Arbeit. Und was ist die österreichische Tradition? Ja. Schauen wir mal. Und dann nach dem Sex hat sie mich gefragt, wie viele Frauen hast du schon vor mir Sex gehabt? Und ich war so, ja, 3, 4. Das glauben Sie nicht? Sie auch nicht. Sie hat mich gefragt, echt so wenig? Und sie war so, ja.
Und ich will los heute. Tinder ist abgestürzt. Es tut mir leid. Danke, Leute. Das war meine Zeit. Mein Name ist Wally. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you.